Nächsten Paso Doble sehe ich schwarz. Sehr schwarz. Aber ein Paso Doble ist einmal ein Matador und dann die Kappa. Das ist die Partnerin. In dem Fall sind das aber keine zwei Matadore. Ich glaube, das sind zwei Geheimagenten. Und der Stier, glaube ich, wird auch nicht erlegt, sondern beschattet. Oder? Astrid und Bolasch. Bravo! Mission Impossible. Ja. Astrid und Bolasch tanzen nämlich gleich zum Titelsong von Mission Impossible. Ihr geheimer Auftrag, ein Paso Doble. Sollten die beiden bei diesem fallen, stolpern oder aus dem Takt fallen, wir werden jede Kenntnis über diese Operation abstreiten. Diese Moderatorin wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören. Es war ein geiler Tango, ja genau. War wirklich sehr, sehr schön. Ganz toll. Ich bin sprachlos. Das hatte alles. Vielen Dank. 32 Punkte. Weil es einmal gut gelaufen ist, heißt nicht, dass das nächste Mal auch genauso gut laufen wird. Ich fange wieder von vorne an. Also es ist wieder ein neuer Tanz und du stehst wieder da wie am Anfang. Du kannst nichts. Versteck dich nicht. Ich versteck mich, weil es nicht kann. Es ist kein Wunder, dass sie sich damit plagt. Das ist eine harte Schule. Wart. Wo muss ich hin? Gewicht verlagern. Und meine Lieblingsposition beim Paso ist die Stelle, wo ich am Boden liege und wo ich mal ein paar Sekunden nichts tun muss. Aha, Hilfe! Es war schon grenzwertig manchmal. Paar 10 tanzt einen Paso Doble. Hier sind Astrid Württemberger und Bolasch Ecke. Und Bolasch. Eine Mischung aus Man in Black und Matrix und Heino, alles in einem Tanzpaar. Claudia, hat's dich bewegt? Bist du ergriffen? Zwei ernste Minen und 4 Beine, die sich amüsiert haben, würde ich jetzt mal sagen. Nein, es hat mir extrem gut gefallen, natürlich die Musik, Mission Impossible, also aber die Mission, die Tanzmission ist auf jeden Fall gelungen. Man merkt auch weiterhin, dass du Astrid den Bolasch im Griff hast. Jetzt würde ich gerne mal das Geheimrezept wissen, wie das so geht. Weil ich wäre neugierig, was passieren würde, wenn du vor jeder Sendung mit dem Hannes tanzt, wie viele Punkte er dann vergibt. Würde bei dir ein Geheimrezept irgendwie funktionieren? Womit kann man dich küssen. Eigentlich bestechen? Küssen? Ja. Er hat gesagt, küssen. Komm her. Der Hannes ist heute wahnsinnig anhänglich, wahnsinnig schmusig unterwegs bist du heute. Hast du das nicht vorher gemerkt? Das muss jetzt aber helfen. Doch, das muss jetzt helfen. Was, wie, warum?
Tanz ist Kunst der Bewegung. Sie kommen dieser Kunst schon sehr nahe. Ich muss Sie? Sie? Es war eine interessante Show, dass man das als Pasodoble verkauft, ist man neu, aber okay, ist halt Pasodoble neu. Man kann alles verkaufen, braucht nur gutes Marketing. Hat man mir in der Schule beigebracht. Man braucht nur jemanden, der es kauft. So ist es. Also, ob ich es kaufe, weiß er noch nicht. Das Publikum hat es gekauft. Nein, es hat ein paar Figuren gegeben, die Twists da unten, die also original Paso-Doble-Figuren waren. Ja, das war nicht leicht, sag ich mal, es war keine typische Paso-Taktik. Ja. Ich muss die erste ein bisschen verteidigen. Es war keine typische Paso-Musik. Natürlich, wir haben versucht, so viel von Paso-Doble reinzubringen wie möglich. Ja. Jemand hat es hoffentlich gefallen, jemand nicht. Und ihr habt es auch. Wir haben es versucht. Aber das ist. Jetzt kann ich was sagen. Ich wollte den Bollasch jetzt direkt fragen, wie die Astrid das schafft, dass du nach ihrer Pfeife tanzt. Tut er das? Ich glaube nicht, dass ich nach ihrer Pfeife. Ihren Pfeifen tanze. Wenn es so ausschaut, freut mich. Ihr habt es euch auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Allein die Choreografie am Anfang, die vielen Treppen, da wieselst du runter wie überhaupt nichts. War es schwerer als letzte Woche oder wie habt ihr die Choreografie angelegt? Weil das war schon Wahnsinn da runter am Anfang. Die vielen Treppen und überhaupt, man muss jeden Taktschlag erwischen mit einer Treppe. Und das geht sich genau aus, das sind genau 16 Taktschläge. Und bei der 16. Treppe muss ich mit dem linken Fuß ankommen. Ich weiß zwar nicht, ob ich heute mit dem linken Fuß angekommen muss bin. Muss ich noch einen fliegenden Wechsel machen? Weil natürlich von der Choreografie und der Musik heißt noch eine Treppe nicht mehr ausgegangen. Dann habe ich gesagt, ja, das löst du schon. Springst halt da, und dann bist schon da. So, ich muss da reinfliegen. So. Aber es hat funktioniert. Improvisiert haben wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das haben wir alles ein bisschen verduscht, was da heute so passiert ist. Mir hat Spaß gemacht, danke schön. Ist dir nicht wahnsinnig heiß? Willst du ablegen? Na, später in der Garderobe dann. Okay, vielen Dank. Ich habe nämlich wahnsinnig wenig runter an die Astrid. Wobei, Wollasch Ecker im Morgenmantel ist auch ein Highlight, das unterstützt werden sollte. 090 10 59 09 und die 10 für das Paar 10. Warum schüttelst du den Kopf? Frage mir. Nein, das ist ein Wahnsinn. Wir haben so oft geübt, die Stelle in der Mitte, ja? Ja. Sie muss lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz. Ja, aber sie. Was macht sie? Ja, keine Ahnung, steht hinter mir. Aber auf jeden Fall nicht lang, lang, kurz, kurz. Ja, es ist nicht leicht. Das ist wirklich. Nein, es ist nicht ja, leicht. Ja, aber das ist, deswegen habt ihr die langen Mäntel, weil das sieht man nicht. Ne? Das ist ja. Ja. Siehst du nicht unter den langen Mäntel. Ich meine, unter den langen Mäntel siehst du schon was, aber. Die Fußsohlen siehst du nicht. Du hast Dancing Stars auf die Seherbühne gebracht. Du warst am Wochenende, hast einen Auftritt gehabt und es wird getanzt bei den Sehern. Es wird auch getanzt bei den Sehern. Es ist in dem Rahmen natürlich eine coole Geschichte. Man sagt, bauen wir das ein bisschen ein, das Dancing Stars. Und wir haben das so richtig eine kleine Show draus gemacht und holen da Leute auf die Bühne, die mit mir und mit unserem Volksmusikanten im Spitz tanzen dürfen. Wer halt dann am Schluss besser ist. Ne? Die Jurywertung gibt es auch. Gibt es eine Jurywertung? Gibt es auch. Herrlich. Und das kommt gut an? Ja, es kommt super. Also, Copyrights bitte an den ORF. Und du warst, ich glaube, mir bleibt das Herz stehen, du warst Skifahren. Ja, aber ich habe gleich wieder abgebrochen, weil mir ist der Tango da dazwischen gekommen. Also es hat nicht wirklich funktioniert. Und dem hast du ja gar nicht erzählt. Der Tango da nicht. Nein, hat nicht funktioniert. Ich habe gleich wieder abgebrochen. Also hat keine nicht funktioniert, Gefahr. Aber es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Nein, es ist nichts passiert. Kein Gips. Aber ich gehe vielleicht nochmal Skifahren. Nein, das machst du nicht. Also, wir haben kein Gips, ist gut, aber wo Gips? Jetzt gibt's Punkte. Jetzt gibt's Punkte. Es beginnt, ich glaube, fast schon Fan. Claudia Reiterer. 9. Hannes Nettwald zieht nach. 7. Hey. Thomas Schäfer-Ellmeier. 6. Und Nicole. 7. 29 Punkte für Astrid und Bollasch. 29 Punkte. Okay. Was sagst du? Lang, lang, kurz, kurz. Nein, das war schon ziemlich lang, lang. Auf, jetzt geht's kurz, kurz, sitzen.